Hallo alle zusammen, hier ist die Pumpe von Big Well und ja, die muss man einfach nur in die Zisterne runterlassen mit diesem Seil und schon pumpt die das Wasser raus. Also ich habe das Seil hier schon mal rangemacht. Das war ein bisschen tricky, sage ich mal, wenn man aufpassen muss, dass man hier dieses Kabel hinten nicht mit einklemmt. Und ja, ich habe lieber hier 3 statt 2 Knoten reingemacht. Jetzt sollte das halten und dann wird die einfach hier runtergelassen und die saugt das Wasser an. Wichtig hier ist ein Viertel Zoll Gewinde, das heißt, ich brauche noch einen Adapter von diesem ein Viertel Zoll zu 1 Zoll. Den müsste ich aber irgendwo rumliegen haben und dann kann man hier entweder ein Rohr oder so wie ich in meinem Fall so einen flexiblen Schlauch hier ranschrauben und oben am anderen Ende des Schlauches habe ich dann so einen ganz normalen Schlauchadapter für so einen Gartenschlauch. Genau, und so funktioniert das dann, indem ich einfach den Strom in die Steckdose anschließe und schon wird gepumpt. Also hier empfehle ich vielleicht eine smarte Steckdose, dass man sagen kann, Alexa, mach die Schlauchpumpe an, dann wird vielleicht der Rasen automatisch gegossen und man macht es danach wieder aus. Also das wäre so mein Idealfall. Ich habe ja auch noch eine smarte Steckdose rumliegen. Gucken wir uns die Ansaugvorrichtung unten auch noch mal ganz kurz an. Also wir haben hier eben diesen Filter, wo das Wasser angesaugt wird und dann nach oben befördert wird. Und dieser Filter ist zwar schon so ein bisschen über dem Boden, also guckt man sich das hier unten an, sieht man, das sind schon so 3-4 Zentimeter. Aber wenn man jetzt ein sehr schlammiges Sediment hat, ein sehr großes Sediment hat, dann möchte man vielleicht auch mehr Abstand haben zum Boden, dass das ganze Sediment nicht eingesaugt wird. Und dafür gibt es die hier. Also ich werde hier nur den kleinen Abstandshalter ranschrauben. Man kann den aber auch verdoppeln, dann ist der doppelt so groß. Und aber ja, so groß ist meine Zisterne gar nicht. Sieht am Schluss so aus, dass es hier erstmal reingelegt wird und dann mit 2 Schrauben fixiert wird. Und hat man das gemacht, steht diese Pumpe sehr ordentlich hier, ja, deutlich höher und der Schlamm, der hier unten eventuell am Boden ist von der Zisterne, wird nicht hier oben mit eingesaugt. Also das haben sie recht gut gelöst und insgesamt macht die Pumpe wertigen Eindruck, also von der Verarbeitung her ist alles sehr ordentlich und sauber.